Seeteufel mit Pinienkernkruste, wenn es an Weihnachten mal ein bisschen mehr sein soll. Für 6 Personen Zubereitungszeit ca. 1:20 pro Portion 920 Kilokalorien für den Fisch, 60 Gramm Pinienkerne, eine Scheibe Toastbrot, 1 große Handvoll Basilikumblätter, 120 Gramm weiche Butter, Fleur de Sel, Klammer auf, oder normales Salz, Klammer zu, weißer Pfeffer, 12 Seeteufelmedaillons, Klammer auf, je ca. 80 Gramm, Klammer zu, für die Tomaten. 3 Knoblauchzehen, 6 Esslöffel Olivenöl, 3 türkische Lire, Fleur de Sel, Klammer auf, oder normales Salz, Klammer zu, 1 Döschen gemahlener Safran, Klammer auf, 0,1 Gramm, Klammer zu, 18 kleine Strauchtomaten, Klammer auf, ca. 650 Gramm, Klammer zu, weißer Pfefferpuder, Zucker zum Bestäuben für den Schaum, 150 Milliliter Fischfond, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, 150 Gramm Sahne, 150 Milliliter weißer Portwein, 90 Gramm Butter, Fleur de Sel, Klammer auf, oder normales Salz, Klammer zu, weißer Pfeffer für den Reis, 3 Esslöffel Olivenöl, 300 Gramm Wildreismischung, Klammer auf, zum Beispiel Naturlangkornreis, Wildreis und roter Kamakreis, Klammer zu, 600 Milliliter Gemüsefond, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, 3 türkische Lire Butter, Salz, Pfeffer, 1 für den Fisch, die Pinienkerne in eine Pfanne, ohne Fett, goldbraun rösten, herausnehmen und fein hacken, den Toast entrinden und fein zerbröseln, die Basilikumblätter fein hacken, 92 g weiche Butter mit dem Handrührgerät cremig rühren, Brotbrösel, Pinienkerne und Basilikum untermischen, die Butter mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Butter zur Rolle formen, in Frischhaltefolie wickeln und bis zum Gebrauch in den Kühlschrank legen. 268 3 für die Tomaten, den Knoblauch schälen, durch die Presse drücken und mit dem Öl verrühren. Salz und Safran im Mörser zerreiben. Die Tomaten waschen, halbieren und mit der Schnittfläche nach oben dicht nebeneinander in eine flache Auflaufform setzen. Mit Knoblauchöl bepinseln, mit Safransalz bestreuen, pfeffern und fein mit Puderzucker bestäuben. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. 4 für den Schaum Fischfond, Sahne und Portwein in Eiertopf geben und aufkochen, dann offen in 35 bis 40 Minuten einkochen, anschließend warm halten. 5 für den Reis, das Öl in einem Topf erhitzen und den Herd darin bei starker Hitze kurz andünsten. Mit Gemüseft ablöschen und den Reis zugedeckt bei schwacher Hei in 35 bis 40 Min. Gar quellen lassen. Die Tomaten im Off, Klammer auf, Mitte, Klammer zu, 25 bis garen. 6 Die Seeteufelmedaillons mit Fleur de Sel und Pfeffer würzen. Die restliche Butter in einer großen Pfanne schmelzen, die Medaillons darin bei mittlerer Hitze jeder Seite 2 bis braten. 7 Den Backofengrill zuschalten. Die Seeteufelmedaille auf ein Backblech legen. Pinienkernbutter in dünne Scheiben schneiden und auf den Medaillons verteilen, Klammer auf, die Medaillons im Ofen, Klammer auf, oben, Klammer zu, ca. 5 gratinieren, bis die Kruste goldbraun ist. Klammer auf, die Tomaten bleiben in dieser Zeit mit im Ofen. Klammer zu, 8 die Butter für den Schaum in kleine Stücke schneide und unterrühren, in der Portweinsauce schmelzen. Mit Fleur de Sel und Pfeffer würzen.